So, Shalom, Agape Shalom, immer denken, wie Gott denkt. Halleluja, in diese Bußfertigkeit, also in die wahre neutestamentliche Buße hineinzukommen, zu gehen, was eigentlich das Wort aussagt, neutestamentlich, also, das habe ich schon öfters in anderen Videos, muss ich mal durchblättern und gucken. Wir sind immer noch voll dabei in dem wichtigen Thema, der Heilige Geist und du und der Heilige Geist. Ich habe ein paar Beispiele aus meinem Leben erzählt in den letzten Videos. Und jetzt möchte ich mal darauf eingehen, wie ich heute Morgen so die Führung und Leitung, auch schon gestern, auch schon die Tage, die ganze Zeit eigentlich, ja, aber manchmal ist einem das gar nicht so bewusst, so wirklich, ja, wie der Heilige Geist schon Dinge vorplant, schon Monate, teilweise Jahre vorplant, und du merkst, Mensch, das, was ich damals entschieden habe, ist eigentlich das, was ich jetzt genau abrufen muss und brauchen kann, ja. Und am Sonntag wurde ich ein bisschen überrascht. Ich habe, Mensch, ja genau, ich habe ja das mal, saß ich da im Livestream von Glory Life, und dann dachte ich, hey, Mensch, ja klar, logisch, genau, ich habe doch das schon mal gehört, dass Daniel Fasten, habe es dann wieder vergessen. Und es hat jetzt am Sonntag angefangen. Dann war ich da jetzt total überfordert, weil ich anders eingekauft habe zwischen Weihnachten und Neujahr und so. Und ja, jetzt nicht dachte und nicht wusste, ja, und hin und her einfach das nicht einprogrammiert habe. Und dann stand ich plötzlich da, habe eine tolle Schwester im Herrn schnell gefragt, ein paar Sachen noch, ja, detaillierte, die schon länger in diese Gemeinde geht, das ein bisschen besser kennt, habe sie ein paar Details nach ein paar Details gefragt. Ah, Mensch, kommt's noch raus. Danke an dieser Stelle, Halleluja, preis dem Herrn, ganz toll. Und das Daniel-Fasten, manche nennen es auch Teilfasten, aber das, glaube ich, ist nicht so richtig der zutreffende Begriff. Es ist wirklich ein Teilfasten. Sorry, muss ich jetzt rausstellen. Es ist wirklich ein Daniel-Fasten, und zwar das Daniel-Fasten kam daraus zustande. Da war zur Babylonierzeit, ja, ich war, ich glaube, so 600 vor Christus, weiß es aber nicht genau auswendig, wann die Zeit war. Also der das war ein König in Babylonien, der die Israeliten da entführt hat, in die Diaspora geführt hat. Und Gott hat zu dem Daniel gesagt, er soll auf bestimmte Speisen verzichten. Und dadurch wurde der König aufmerksam auf ihn, und gewann er Gunst beim König. Ja, und dieses Daniel-Fasten beinhaltet praktisch die Speisen, wo du so viel essen kannst davon, wie du möchtest, denke ich, ja, so, aber die Speisen, die Daniel da ausgesucht hat, das ist im Großen und Ganzen, ist das Gemüse vegetarisch halt, was so in die Richtung, ja, manche, die leben schon vegetarisch, die haben da, die denken, ach so, ach was, ja, da esse ich ja noch viel weniger, wie da auf dem Plan ist vielleicht und so weiter und so fort. So, das als Randinformation. Auf jeden Fall, und da habe ich immer deutlicher gespürt, ich habe gedacht, naja, soll ich da jetzt das auch so mitmachen oder nicht und so weiter.